Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundespräsident Steinmeier mahnt zu Solidarität. Die kommenden Wochen des Lockdowns würden für viele Menschen eine belastende Zeit. Mit Solidarität und Rücksichtnahme könne diese Krise aber überwunden werden. Deutschland sei dafür stark genug. Es gehe nun darum, Gesundheit zu erhalten und Leben zu retten. Warnung vor überfüllten Innenstädten. Kanzleramtsminister Braun appellierte an die Bevölkerung, die verbleibenden Tage bis zum Lockdown nicht für Weihnachtseinkäufe zu nutzen. Kontakte sollten unmittelbar reduziert werden. Wegen der hohen Infektionszahlen gelten von Mittwoch an schärfere Maßnahmen. Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen weiter öffnen. Corona-Impfungen in USA sollen starten. Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen erhalten den Wirkstoff zuerst. Für das Vakzin der Firmen BioNTech und Pfizer war vor kurzem die Notfallzulassung erteilt worden. Auch im Nachbarland Kanada wird mit dem Beginn der Impfkampagne gerechnet. Brexit-Verhandlungen gehen weiter. Obwohl die Frist für das Ende der Gespräche abgelaufen ist, wollen die EU und Großbritannien ihre Gespräche fortsetzen. EU-Unterhändler Barnier unterrichtete am Morgen in Brüssel die Mitgliedstaaten. Die größten Streitpunkte mit London liegen noch beim Thema Fischerei und den Wettbewerbsregeln. Trauer um britischen Schriftsteller John le Carré. Er starb bereits am Samstag, teilte sein Verlag mit. Le Carré begann seine Karriere beim Geheimdienst MI6. Sein Durchbruch als Autor gelang ihm 1963 mit dem Spionage-Thriller Der Spion, der aus der Kälte kam. Das Wetter. In der Nordwesthälfte oft Wolken verhangen und zeitweise Regen oder Nieselregen. In der Südosthälfte meist trocken. Höchstwerte von 3 bis 13 Grad.